Ja, aber reiten wir dann bis zum Lager oder ja. Was? Eine halbe Stunde. Das Wegwissen aus jeder Pore, Alter. Danke, ja. Ich zimmere dir eine, komm, verpiss dich, hier ist mein Platz. Das war ein Meisterschuss. Halt! Ey, du kommst nicht mit. Was? Mann! Hier, haarscharf, Junge, haarscharf. Oh! Was ist das? Was ist das? Wie geht das aus? Ich hab das zwar so gemacht, ne? Aber so ganz kurz so. Und dann so. So, jetzt müssen wir wieder begrüßen. Ja. Aber bis wann spielen wir dann? Ja, noch eine halbe Stunde. Ja, aber reiten wir dann bis zum Lager oder ja. Was? Eine halbe Stunde. Weißt du, Gott der Welt. Es dauert genau eine halbe Stunde, bis du diesen Schlager mit dem Pferd erreicht hast. Ja? So, jetzt. Bestes Video, so. Reiten wir einfach nur eine halbe Stunde zu diesem Scheißlager. Dann müssen wir mal sehen, vielleicht schneide ich ja was raus. Ja, schneid bitte die ganze Scheiße raus. Gut, warte jetzt. Jetzt irgendwas mal Hallo sagen. So. Weiter geht's, herzlich willkommen. Hallo. Zu einem weiteren Teil mit Radam Rabamtschen mit so einem Mann. Zwei. Mit Naseweiß. Achso. Mit einem kleinen Hosenscheißer. Ich weiß nicht, wer das ist. Fremde. Hier. Fremde im Haus. Hier hingeschleppt und sagt, spreche in die Kamera. So, jetzt geht's weiter hier. Ich bin gespannt. Wie ein Spanferkel. Gehaut. Hat mir ins Gesicht gehaut. Er hat mir meine Gesichtshaut gehauen. Auf meine Gesichtshaut. Ich muss ja meine Wecker stoppen. Dass wir auch die halbe Stunde einhalten. Oh, die Musik. Nein. Ich hatte die Musik bei mir leider aus. Wahrscheinlich macht man die Geräusche so. War nice. Oh, geht ja weiter. Geht ja weiter. War nice. Geht so weiter. Cool. Psst. Lenny, Micah, get over here. Yes, boss. Jetzt zu Ende, oder? Ja. So, na dann, auf geht's. Warum dürft ihr beide vorreiten? Weil wir Vorreiter sind. Warum bist du jetzt wieder hinten in der Kutsche? Was? Ich bin nicht hinten, ich bin vorne, ich bin der Erste. Okay, werden wir ja noch sehen, ne? Sieht für mich nicht so aus. Es täuscht. Papa kann wieder nicht fahren und gleich bricht dein Wagen wieder. 1000 Teile. Bei mir ist das nicht passiert übrigens. Nicht? Nee. Willst du mich verkackarschen, vereiern, veräppeln, verblöden? Ich bin so richtig komisch so im Bogen durchs Wasser und dann bin ich von da oben so runter. Und dann ist mein Rad nicht gebrochen. Es wäre wahrscheinlich gebrochen, wenn ich gerade... Es eiert doch schon! Ja, weil du scheiße fährst. Guck doch mal, was machst du? Die Milchkanne ist runtergefallen. Und eine Kiste mit... Erzähl mir noch ein Märchen, das ist so. Ja, aber ich bin auch so rumgefahren und dann kam das nicht. Erzähl doch den Blödsinn. Soll ich dir zeigen? So ein Quatsch, was du erzählst. Glaub mir nicht hier. Der will uns doch verarschen. Tu ich gar nicht, testet es. Kauft euch so, warte hier, ich darf eh drücken. Nee, jetzt musst du laufen. Und der Alte muss die Karre annehmen, das gefällt mir am besten. Also, wir müssen eh drücken, ne? Ach, man muss eh gedrückt halten. Ich hab die ganze Zeit Spaß, ich hab das gar nicht gehabt. Achso, jetzt mit der Maus. Alter. Ich kenn das nicht. Jedes Mal was anderes drücken hier. Ich hab das nicht. So, gut. Alter, kannst loslassen, bevor dir einen Hexenschuss zuziehst. Oh hier, er zieht über Kreuz. Der Alter ist ein Revolverheld, Junge. Aber der Weg ist natürlich viel länger.
Außerdem behindert man sich doch selber mit seinem Arm. Hallo. Hallo. Trottel, weißt du, dass sie da stehen? Deine Stimme Quanten nicht ruhig halten kannst. Boah, kann ich auch nicht, Mann. Ich schau dir hier zu, wie sie spielen. Aber müssen deine Beine wohl tanzen oder was? Ja, ich tanze unter dem Tisch. So. Kann man das auch ohne irgendwo tausendmal dran zu latschen? Was stand da jetzt mit alt? Dann machst du einfach alt gedrückt. Alt gedrückt. Ach so, das, ach so, ja, das hat man ja. Ich habe das auch erweitert gestellt. Ich stelle das ja auch nicht. Ich kenne den Weg auch so. Nein, du kannst mich am Arsch lecken. Dann sehen die Leute aber besser. Was? Was sehen sie denn besser? Die Karte. Okay, ist jetzt größer, viel besser. Für Blindfische wie dich? Ich kenne den Weg, Alter. Ja, eigentlich blind. Ja. Siehst du, du wärst jetzt nach oben geritten. Über die Brücke. Natürlich nicht. Reite vorbei. Ach nee, ich muss ja über die Brücke. Da, Reh, kommt auf uns zu. Schade, ich wollte es mal. Man merkt, wie gut du den Weg weißt. Ja. Merkt man richtig. So. Na, man merkt es förmlich. Ohne die gelbe Markierung so. Ich schwitze das Wegwissen aus jeder Pore, Alter. Ich bin da weg. Pfadfinder, Junge. Ach, deshalb bist du heute so nass. Hep. Hey, ja. Hey. So spricht man mit Pferden, Alter. So spricht man mit Pferden. Ja, aber trotzdem kannst du nicht fahren. Weil ich gerade eine Hand vom Zügel genommen habe, um die eine zu klatschen. Ich mach gerade hier Dinges. Was? Rührst Dike oder was? Nee. Mit dem Mörser. Ach so, Schießpulver? Nee, Heilung. Ach, Medizin? Ja. Heilung, Alter, wieso ein Charmer quatscht da? Heilung. Weiser Mann, machen Heilung. Ich mache Heilung. Ich sehe in Online-Modus, kannst du ja selber deinen Charakter kreieren, ja? Ja. Da sehe ich aus wie ein Indianer. Ja? Dich knall ich ab. Ich habe nur so einen ganz leichten Bart. Wuchs so, stoppeln. Das so wie in echt. Achso, du hast ja noch gar nichts. Ich muss mein Medizin hey, ja anrühren, Alter. Ja, rühre deine Medizin auch. Wenn sonst fertig, dreh dich nicht vom Hänger. Wenn ich fertig bin, gebe ich sie dir. Deine Tropenpampe. Ja. Das besteht aus Giftpelzen. Willst du mal kosten? Ja. Richtig dumm. Giftpilze aus deinem Arsch gezaubert, was? Und aus dem Kofferraum geklaut, von Auto. Okay. Vom Indianer-Auto. Ja, die fahren ja schon heutzutage mit so Lambos und Cabrios. Ja, haben bestimmt irgendwo ein Spielcasino aufgemacht. Ja. Woher kenne ich denn das? Was? Ja, mit dem Casino. Ist doch allgemein bekannt. Ja, aber warum? Weiß nicht, bei King of Queens war auch mal ein Indianer-Spielcasino. Haben sie da nicht ihr gesamte Habe verspielt? Sie hat Deacons Lederjacke, mussten dran glauben. Es wird zensiert. Wir reden über Spielcasino, es wird zensiert. Glücksspiele sind auch gut verboten. Ja, wir reden über Film und Fernsehen, Alter. Alter! Ja, aber auch über Casino. Ich fahre jetzt dort auf Areo über den Haufen. Hep! Scheiße, Mist. Oh, ich bin gleich fertig mit meiner Medizin. Charles sitzt hin drauf wie Falschgeld. Wie bestellt und nicht abgeholt. Willst du mal meiner Medizin riechen? Ah, jetzt siehst du, wie er seine Pampe mischt. Ich gebe dir mal ein bisschen da von meiner Medizin ab hier. Woran arbeitest du da eigentlich? Ginseng. Ginseng und Giftpilze. Ginseng. Und Giftpilze. Danke, zeigen. Und du hast mich vergiftet, du Hund. Achso, wir müssen reiten. Da waren nur Giftpilze drin. Da.
Fliegenpilz. Eine Suppe. Ja. Oder lustig. Irgendwas so reinschneiden, was ich in der Hand halte. So. Weißt du, die ganze Ach so. Zeit. Ach so. Das Game ja, nee, das mache ich natürlich. Kostet ja auch keine Arbeit. Nein, kostet nicht. Nee. Nein. Ja, amerikanischer Ginseng, Alter. Ich wusste gar nicht, dass es amerikanischen Ginseng gibt. Ich wusste gar nicht, dass das Licht da so blendet. Deswegen haben wir Mützen auf. Ich sehe einen Weg. Ja, was bringt denn meine Mütze, wenn ich ihn erhitne? Ach so. Ja, du Trottel bist. Und du hast gesagt, Trottel Paula. Naja, du hast... Cool ja, aus, hat er gesagt. Naja, sieht ja auch relativ cool aus. Weil du noch Haare hast, die vorne durchgucken. Wenn ich meine Mütze andersrum aufhabe, sieht's aus wie Scheißhaus. Einfach ganz normal aus, hä? Hep! Oh, da bitte. Weißwedelhirsch. Ach nee, das sind Pferde. Weißwedelhirsch. Ist jetzt nicht falsch, ja. Weißwedelhirsch. So, komm, die alte Farmer um. Gib Gas! Schneller. Reingebrettert. I hope so. I hope so, Junge. Ich zimmere dir eine, komm, verpiss dich hier aus meinem Platz. Verpiss dich alle. Wir setzen uns hier erstmal hin. Stimmt, das setze ich wirklich. Und du auch. Nee, schade. Maika. 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 Maikaine. Ich finde, das sieht asozialer aus irgendwie so. Ich schick wie ein Penner irgendwie. Echt? Das sah aber schon immer so aus. Mein Gesicht so halt. Also das, was er da anhat, das sieht krass aus. Der Winter hat an seinen Gebeinen gezerrt, hat ihm das letzte abverlangt. Und seine Zähne sind richtig komisch. Dieses Land lässt dich schneller altern, Junge. Then we move again. Rauer Haut. Er spricht ihn so. So hat er gesprochen. Echt? Ja. Ich schwöre. Normal spricht man so mit den Lippen vor den Zähnen, aber er so. Hat vor allem schon keine Lippen mehr. Oh, der hat er schon wieder. Den möchte ich auch mal reinzimmern. Ja, in seinem Cremeladen. Cremerladen? Ja. Nicht Cremeladen. Cremeladen, da verkauft der Creme. Ja, Creme für deinen dicken Arsch. Creme für deine Für deine Hässlinge. Creme für deine Hässlinge. Oh, da. Die alte schon hier. Welche? Oh, da ja. Und hier der Fette. Der Fette. We need real food. Ja, real, Junge. Real. Kein Plastikessen. Oh, er hat doch das Reh allein gefressen. Guckt er den doch an. Der hat doch schon Menschen gegessen, Alter. Ja. Was ist denn mit dem? Warum ist der so fett? Und dieser scheiß Zylinder noch, Alter. Junge, wie kann man denn so fett sein? Oh. Digga, ich hätte ihm keine Reaktion mehr gegeben. Ich auch nicht. Erstmal abnehmen, du fette Schweine. Da überwindert alleine ohne Fressen in seiner Eishöhle, Alter. Der hat doch Winterschlaf gemacht und dabei hat man ihn ins Maul geschickt. Oh, es kommt da schon wieder gebraucht, um es zu essen. Real Food, schon wieder Real Food, Alter. Real Food. Wir brauchen Real Food, kein Essen, kein Plastikessen. Wir brauchen einen richtig schönen Burger, am besten 50 davon, damit ich so fett werde. Oh, T-Shirt wieder. Ja. Alles ist irgendwie krimpfig. Scheiße, Alter. Ja, außer ist cool. Arthur ist der Einzige. Und Charles. Maika, Dutch und Charles. Mhm. Das sind die Besten. Und der Cremeverkäufer. Für deine Hässlinge. So. Lager angezündet. Soll mal kurz Spielstand speichern, was? Ja. Geil. Kapitel 2. Ha. Ich bin schon Kapitel 5. Du kriegst gleich aufs Maul. Ich bin auch erst Kapitel 2. Ja, wenn ich nicht jeden Tag hier auf dich 3 Stunden warten müsste, wäre ich auch schon weiter. Ich spiele gar nicht gerade. Ich habe heute und gestern gar nicht gespielt, ne? Ja, ich auch nicht, weil du keine Lust hattest. Für unser Let's Play. Doch, ich hatte Lust. Ja, ich habe mit Leuten gespielt. Ja, und was bin ich, ein Schwein oder was? Ja, richtig. Das Hässliche. Was? Das ist auch wirklich. Komm doch erst mal dran.
So, pass auf, komm nicht ans Mikro und lass den Tisch stehen. Richtig fett. Rutsch weiter rum. Schwein. Du Specknase. Richtig fettes Schwein. Oh ja, er kommt mit seinem Gift. Schon wieder. Pilzsuppe. Vergiftet. Fliegenpilzsuppe. Kratz ab. Ich bin der Gott der Natur. Ja, habe ich ihm auch das Richtige gegeben. Oh, mein Hals tut weh. Ich glaube nicht, dass es das Richtige war. Aber mal gucken. Wenn du stirbst, dann ist die meine Stimme. Ich habe mir aber mit meiner dicken Winterjacke besser gefallen. Ich sah cooler aus. Ich auch. Ah ja, damit du noch mehr Giftsachen herstellen kannst. Kamera? Ich habe eine Kamera oder was? Ja. Oder was? Ich habe eine Kamera, oder was? So. Ich habe eine Kamera. So, erstmal speichern. Wie geht? Das Ding ist, wenn du mal ein Reh erschießen gehst, mit deinem Pferd dann herbringen, ja? So, okay. Hä, das war schon 6,9% und du ja. Hast jetzt nochmal auf 6,9% gespeichert. Ja. Hä? So, wir untersuchen. Was habe ich denn hier, Alter? Das habe ich auch nicht gesehen. Da ist eine Kuh, ein Bild vom Kuh. Bild vom Kuh. Das ist doch Steven Seagal. Der da. Und da, der eine war Malfoy. Geh nochmal ran. Der ist Malfoy. Ja, da tritt daneben jetzt Harry Potter, Junge. Stimmt. Mit seinem vollgeschissenen Schlipper. Wer ist das? Das bist du. Okay, und das bist du, Alter. So. Ich dachte, das wäre ein Bild von einer Kuh. Du Köter. So, ich schlafe eine Runde. Leute, man kann wirklich schlafen. Scheiße, ich habe es gar nicht gereilt das letzte Mal. Soll ich schlafen? Ja, bis es Nacht ist, weißt du. Nein, dann kommen Wölfe. Nein, es gibt Wölfe. Was hast du getan? Ich träumte von Wolken. Oh, da kommt ja eine schöne Musik. Oh, das war's schon. Ein kurzer Traum. 2 Sekunden geschlafen. Rasieren? Nö, Alter, nö. Also beim besten Willen. Nein! Geh mal auf deine Karte. M. Wie Matthias. So, jetzt zoomst du mal ein bisschen raus. Jetzt, ja, jetzt markierst du auf dem Berg ein bisschen, wo das E ist, da so. Ja. Ja, ein bisschen drüber. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Da markieren. Ja. Nicht die Markierung, aber egal. Nicht welche denn? Na, drück mal Doppelklick. Genau. Wo habe ich denn die jetzt hingesetzt? Da hinten. Drück nochmal Doppelklick. Ja, genau. Jetzt reiten da mal hin, da gibt's Hirsche, du erschießt jetzt einen und zeigst mir, wie ich das an die Fleischerei reinbringe, weil ich hab's nicht verstanden das letzte Mal. Okay. Gut. Los, auf geht's, jetzt sind wir frei, hm? Jetzt können wir machen, was wir wollen. Ja, aber es gibt halt immer noch Missionen. Okay. Da hinten, bei der Mission kannst du das Schwein, den Gefangenen abschlachten. Ah. Also nicht wirklich abschlachten, aber du kannst den da... zusammenhauen? Ja. Also, du kannst ihn damit mit einer Zange die Eier abschneiden. Echt? Ja. Ey, wie abartig. So was machen wir doch hier nicht. Wir schneiden keinen Zange. Also mit einer heißen Zange. Mit einer heißen, das macht's besser, weißt du. Damit's gleich kauterisiert ist, das ein Hirsch, oder? Erschieß ihn. Oh Mist. Reit ihn hinterher und zieh deine Waffe. Ich hab einen Revolver. Da. E oder Q. Nochmal. Reiß hinterher, schieß das tot! Das war ein Meisterschuss! Halt! Oh, 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 oh! Wie du es nicht kapierst, mit welcher Taste, ich hab's gerade gemacht, ne? Mit Steuerung mach ich's langsam, aber mit G beruhig ich's. Achso, mit G wusste ich nicht. Ja. Häuten. Aufheben oder häuten? Beides. Mann, Alter! Dumm! Dann häute ich ihn jetzt erstmal. Lecker. Sensiert das. Da läuft mir doch das Wasser im Mund zusammen. Frisch
frischer Fisch kommt heute auf den Tisch. Nein, aufheben mit die gute Haut, Alter. Nein, was machst du? Aufheben. Sofort. Legst du auf Pferd drauf. Legst aufs Pferd drauf. Ist da noch Platz für einen Hirsch? Ja. Dein Pferd köttelt. Nicht das. Was hast du gedrückt, Mann? Näher ans Pferd, du Keck. Ja. Ah. Näher ans Pferd, du Keck. Oh, nice. Das Pferd hat eine Hose gekriegt. Du kannst ja richtig viel Haut machen. Ich glaube, unendlich viel Haut kannst du da drauflegen. So, und du hast nicht gewusst, wie er jetzt... wo der Hirsch jetzt hinkommt? Na doch, der kommt ja auch dahinter aufs Fell jetzt drauf. Nein, ich meine im Lager, Alter. Ja, das wusste ich nicht. Wo man den im Lager hinstellt. Ach so? R. Sie keck. Aber du kannst ja unendlich Haut drauf machen. Aber nicht unendlich Tiere. Du könntest jetzt noch einen Hasen und einen Vogel abknallen und die könntest du einmal links und einmal rechts an dein Pferd hängen. Ich hab mein Pferd, ne? Ich laufe nur mit... einer Seite habe ich einen Raben, auf der anderen Seite habe ich auch einen Raben und hinten habe ich irgendwie so einen Fuchs oder sowas drauf. Ah, okay. Weißt du? Ich bin übelst der Mörder irgendwie. Ich laufe da so rum mit so einem Monster. Ey, was ist das? Gänse. Ey! Das waren... ich meine Enten. Truthähne waren das. Anton. Das waren Truthähne. Anton. Anton. Was? Was? Achso, ja. Halt! Ja? Also, Rechtsklick meine ich. Was ist das für eine Alter? Rechtsklick gedrückt halten, die Cake. Oh, jetzt hast du es verpasst, Mann. Die hätte dir was gegeben, Alter. Jetzt gibt's mir Wunsch nur? Nee. Was? Auf, die hat einen Schrotflinte, Junge. Ach so? Ja, die knallt dich weg, Mann. Ach so? Die hat dir 10 von diesen Dings gegeben. 10 Stück, Junge. Von was? Na, von der Währung halt. Oh, blöde Kuh. Ja, kann... Hey, bist du doch selber schon? Nein! Du hast dich mit der gesprochen. Die Arschkuh nicht warten konnte. Du solltest einfach nur rechts halten und zu dir sprechen, Junge. So, Vorräte, da siehst du beide so, alles drei rot, ja? Übrigens, deine Haut nicht verkaufen. Ey, Lagerkasse. Kannst du nicht ausrauben. Schade. Direkt an Ausrauben denkt, Junge. Ich habe irgendwie so einen Sammler. Also, ah, das ist der Typ. Ich habe eine Errungenschaft freigeschalten, die heißt Sammlerpferd. Okay. Weil ich reise jetzt schon die ganze Zeit nur mit 3 Viechern rum. Oder 4. Mit 4 Viechern reite ich im Moment rum auf meinem Pferd. So, also da hinten ist der Fleischer. Ne, hier ist der Fleischer. Ne, das ist er nicht. Das ist doch der Fett. Das ist der Fettsack, Alter. Ja, aber, aber da ist das Fleischer-Symbol. Kek. Ja, siehst du? Was? Ja, wurde es nämlich raus, teleportiert aus dem Lager. Na und auch, ich war beim Fetten, Alter. Ich hab meinen Hirsch abgelegt, nicht wie du. Du schleppst ihn jetzt noch mit dir rum. Nein, ich hab das ja versucht. Es bringt ja nichts, deine Vorräte sind ja jetzt immer noch beide rot, alle drei rot. Du hast ihn nicht abgegeben. Ach so. Ja, ach, guck an. Das habe ich ja auch gemacht, 2-mal. Und ich wurde raus teleportiert, immer wieder. Mein schöner Hirsch, Alter. Hä? Na dann, hau ich dem da jetzt aufs Maul. Wen denn? Den Hirsch? Ach so. Ankel ist das. Okay, reden. Oh mein Gott, er macht Story. Er ist gleich weiter. Er holt richtig aus mit dem Tritt, Alter. Ach, der Alte da ist offen hat. Wie nie real food. Kein Plastik essen mehr. Plastik gab's da damals gar nicht. Okay. Das kann deine auch noch kaufen. Ach so? Du deinst gemacht. So der Heilige. So, ihr greift nicht übertreiben. Das war doch die Alte, oder? Im Wald. Nee. Gerade nicht. Die hat die gleichen Sachen an, aber nicht die gleichen Haare. Achso. Jetzt kommen die Geilen an. Jetzt wollen alle drei was. Okay. Siehst du? Das ist auch so. Nee, du kommst nicht mit. Was? Mann! Hört denn überhaupt jemand auf mich? Ach, das ist die Mission. Oh mein Gott. Die singen jetzt dir die Hucke voll. Oh, Alter. Viel Spaß. Nein, was habe ich getan? Achso, ich muss fahren.
Ja. Wohin eigentlich? Ach, da. Nicht der roten Markierung folgen, sondern der gelben. Mhm. Die singen gleich. Die fangen gleich an zu singen und du musst sie richtig weit schleppen. Oh. Ich hoffe, es wird gut bezahlt. Sonst bringe ich sie um. Du kriegst gar keine Bezahlung. Du kriegst nichts bezahlt. Du kriegst kein Geld bei der Mission. Jetzt geht's los. Oh nein. Da hauen sie ja die Rehe ab, Alter. Ich habe Hasen überfahren. Ach nee, da läuft er. Dann! Da! Du musst zu helfen. Den schlage ich zusammen. Der gibt dir was. Den schlage ich zusammen. Hey, hey, da ja, los! Hopp, hey, hey! Und wozu kaputt schlagen, wenn er gleich so einen Unfall macht? Guck mal. Der Trottel. Willst du den helfen? Naja, wenn er mir was gibt. Nee, gibt nicht? Niemand gibt dir was. Dann knall ich ihn ab. Ja, das ist besser. Aber dann ist seine Dings kaputt geschlagen. Ist seine kaputt geschlagen. Warte mal erstmal deine Pferde vielleicht. Nein, was machst du? Ja, rempe sie halt noch krasser an. Was bist du denn für einer? Gegen das Pferd gesprungen. Beruhigen, beruhigen! Drück rechtsklick, du Keck. Willst du, dass dich das wegtritt? Also? Untersuchen, untersuch's mal. Aber so. Hey. Psst. Untersuch in der Pferdeflüsterer, Alter. Untersuch's mal. Hä? Hast du es untersucht? Eigentlich ja, aber ich bin kein Tierarzt. Ich konnte nichts finden. Ah ja. Ich hab's untersucht, aber es hat. Ey, guck mal, wie groß das Pferd ist gegenüber deinen anderen, ne? Mhm. Ja, guck mal, das ist ein Haflinger, Alter. Oder irgend sowas. So irgendein grobschlächtiges Pferd, Junge, für. Warum hast du so eins nicht, Junge? Ackergäule sind das, Junge. Ja, aber warum hast du so eins nicht? Was hab ich denn damit? Ja, das ist viel besser. Kannst nee. Du kannst da zwei Rehe draufpacken. Gleichzeitig. Ich will so eins haben. Du hast es nicht hergeführt, du hast es nicht dran gemacht. Das macht er selber. Deine Taten. Meine Taten, Alter. Das war alles? Ja. Ich will Kohle! Schieß ihn doch. Wo ist eigentlich dein Pferd? Hey, ja! Gleich. Da kommt der nächste Spinner da vorne. Da. Wir brechen auch gleich die Rede. Dem helfe ich nicht, Junge. Also kannst du mal ganz kurz alt gedrückt halten? Hä, warte mal, wo sieht man das? Was? Ich weiß nicht, das kann, hast du mal so eine Leiste? Da hast du, wie böse du bist und wie gut du bist. Ach so. Und das hat dir vielleicht jetzt geholfen in diesem Status, aber ich weiß nicht, wo man das sieht halt. Ja, haarscharf, Junge, haarscharf. Oh! Haarscharf, Junge, in den anderen Reihen, ja. Die Schranke war doch schon oben, Alter. Riecht nur scharf. Sehr witzig. Riecht nur scharf. Oh, sehr witzig. Das Ding ist, ich habe einen goldenen Revolver, ne? Den kriegst du nicht. Echt? Wieso das? Einen goldweißen Revolver. Du musst schreien. Weil ich GTA gespielt habe. Ehrlich? Ja, wenn du eine GTA-Mission machst, dann kriegst du diesen Revolver. Einen golden. Oh, scheiße. Kacke, ne? Kann ich auch noch spielen, Alter. Du weißt aber nicht, wie die Mission anfangen zu gehen. Das ist übelst schwierig. Du brauchst zwar unbedingt meine Hilfe. Du musst... Guck im Internet, Junge! Ja, okay, mach das. Ich wollte zwar helfen, aber okay. Er will deine elende Hilfe schon. Du brauchst sie. Ich kann auch einfach aufstehen und weggehen. Dann weißt du aber nicht mal, welche Taste du für Dead Eye drücken musst. Klar. Welche diese. Nee. Hä, willst du mich verarschen? Nee. Na klar! Muss F drücken. Hä? Spinnst du? Ich dachte, er fällt drauf rein. Willst du mich verarschen, was? Und wie liest man Schwun? Mit mittlerer Maustaste und Q. Yeah. Und wie macht man Dead Eye? Dead Eye! Wie macht man Dead Eye? Na hier, mit der Lock-Taste. Warum nicht mit mittlerer Maustaste, du Keck? Warum nicht? Weiß ich auch nicht. Ich hab das Spiel nicht entwickelt.
Und warum, also du weißt schon, dass man das auch mit der Hammerwasser ja. So, und wie knallt man drei Leute gleichzeitig ab? Man macht das einmal, markiert alle drei und dann schießt man. Ja, und wie geht das? Man macht das einmal, markiert drei Leute und dann schießt man. Und wie markiert man die Leute? Weiß ich nicht. Das siehst du? Du wirst es mir doch wohl verraten. Nee, ich werde es ja zeigen. Entfernt möchte gebürstet werden. Was? Hat ja auch nicht gesagt, aber. Doch, gerade bei deiner Pferdeleiste. Dein Pferd möchte gebürstet werden. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Na, einfach eine Bürste nehmen und bürsten. Ich dachte einfach nicht. Schnell wohl so, beißt das jetzt Pferd. Burkenflechte. Burken? Halt die Klappe. Er hat Fleisch springen. Ja, ich klapp ihn eine rein. So, er nimmt erstmal eine Pulle, aber. Erstmal was zu saufen brauchen. Ey, der schuppt! Alter, spinnst du? Stell dir vor, der wird einfach mit der Flasche jetzt aus dem Laden rausgehen. Stimmt, da steht noch zu einer. Oh, scheiße, wir sind schon durch. Okay. Was ist das? Was ist das? Wie geht das aus? Achso. So, ja, da sind wir schon wieder durch. Dann machen wir an dieser Stelle Stopp. Sagen Tschüss. Sag Tschüss. Sag Tschüss. Sag Tschüss. Tschüss. Lauter! Nee. Komm her. Komm. Tschüss. 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 Ah, so, erwürgt. Ein letztes Salut. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Du siehst aus wie Big Tschüss. So. Sehr geil. Und wir machen jetzt...